Siehst du, kaum baue ich ihn mit ein. Ne? Zeit für Sieger eigentlich mal Kekse. Mach ich da wirklich? Macht er da wirklich? Und dann kommt Shia LaBeouf und verklagt dich. Nee, der hat's ja extra gemacht, damit man's benutzen kann. Oh Gott. Oh nein, dass ich den Bären nicht mehr lesen muss. Ins Gesicht. Ja, eben. Boah, das sind bestimmt die zerschmolzensten Kekse der Welt. Aber es sind Kekse. Naja, Biskuits. Oh wow, ey, dieses Fahrzeug, ne? Es ist so. Na, schmecken sie. Den Keks so an einem kleinen Zipfel festgehalten. Was ist abgebrochen, der Zipfel? Und der Rest des Kekses, je nachdem, wie man es sehen will. Ja, das bedeutet, man muss auch rennen, wie Minden zu drehen, steht in der Führung. Ein dritter Würmbär. Ja, schmecken sie noch? Ja. Guck mal, wie die Rede drücke, wenn du nicht traust, ich habe ein paar Sendungen aufgestellt, um die Sache etwas zu interessanter zu gestalten. Nein, du klingst wie Bottles. Oh, super Kirchen. Schokolade, ich stimme. Weißt du, was ich an dir mag, TT? Nichts im Grunde. Los, bring wir sie da uns. Süß, bleib am vierten Gio hier, um das Feld komplett zu machen. Ich werde derjenige sein, der im Ziel wartet. Nom, nom. Oh Gott, das hätte ich nicht ummachen können. So, das hab ich aber, glaube ich. Hast du Milch im Haus? Milch? Ja. Oh Gott. Was fragst du mich auch nach Milch? Naja, Milch. Ja, ich hab Milch im Haus. Guck im Kühlschrank. Yeah! Da müsste noch eine sein. Eine offene. Ich weiß aber nicht, wie viel da noch drin ist. Ja. Oder wie gut. Düb, 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 düb. Was denn? Suchst du Tassen? Ja. Links. Links? Rechts. Linke Tür. Nee, Tassen sind links. Naja. Gläser sind rechts. Sind ja aber große Tassen. Ja, wenn du so eine... Auch eine Tasse. Eine Tasse Milch? Ja. Nee. Na gut. So. Weißt du, was ich sehr interessant finde? Ich mag mich zu erinnern, dass ich bei diesem Rennen hier auch immer rumgeflogen bin und irgendwie andauernd irgendwo gegengeflogen bin. Ja. Im Endeffekt, in der Bearbeitung habe ich mir das angeguckt, das ging smoothte wie sonst nicht was. Du hattest aber schon... Da habe ich mich... Ja. Und ich habe mich andauernd aufgeregt bei jedem kleinen Scheiß. Das habe ich in der Aufnahme, weil ich habe mir das ja durch nochmal angeguckt, ja. Habe ich das nicht gefunden, wo ich mich so aufgeregt habe. Okay. Gut, ist eher eine der Aufnahmen, die nichts geworden sind, aber trotzdem. Also... Ich versteh's nicht. Ah ja, und ihr seht, man kann diese Aufgabe hier ziemlich gut manipulieren. Indem man einfach halt so ziemlich enge Flugkurven nimmt. Wow, ich hab fast Mr. Fit überrundet. Das ist unglaublich. Das ist doch mal ein Let's Go mit Milch und Keksen. Mit Milch und Keksen. Und Mr. Fit. Yeah. Alter, mampft der hier wirklich... Kekse? Mit Milch? Ich will essen! Ich will das essen zu Hause. Echt nicht? Na doch, geht Spaghetti machen. Aber irgendwann sind die auch... Mann! Nein, rückwärts, rückwärts, rückwärts. Aber ich bin ja nicht zu Hause, deswegen kann ich mir auch keine Spaghetti machen. Während des Let's Plays wäre das auch ein bisschen arschig, wenn du plötzlich Nudeln aufsetzt. Ich könnte hier machen. Müsst nur ein Induktionsplatte kaufen. Und dann rein theoretisch könnten wir hier vor Ort beim Hört man, hört man schön das laute Blubbern vom kochenden Wasser. In Ordnung. In der Aufnahme. Ja, voll in Ordnung. Auch dass du die ganze Zeit, ins Mikrofon schmatzt. Mit deinen Keksen. Entschuldigung. Hallo. Ich über das nicht leider. Hallo. Salut. Ist der mein Dude? Da muss ich nicht auch denken. Man wohl diesen grünen Tee mit. Dragos Tee den Tee? Versuch's. Nein, lieber nicht. Milch in deinem Tee. Na, dies gerne, go und gide. This bean is a real champion. Outstanding and completely brilliant. Oh Gott, ich kann's auch schaffen. Jelly Belly. Yep.
Top-Banana. Was? Ich bin eine Top-Banana. Das heißt, ich bin ein super genialer Typ. Ich bin eine Chiquita. Ja, das heißt, ich bin verwandt mit Chiquita Banana. So, TT-Trophäe, erster Anlauf. 3 Minuten 1. Max, bin ich doch noch auch ein Tassen Milch holen? Ich hole ja auch ein Tassen Milch. Ich weiß, es ist überhaupt nicht so, wenn ich liebe den Sieg. Park, das gesamte Gewinn geht an mich. Der gesamte Gewinn geht an dich, so rum. Wenn er hier schon Kuchen und Kekse und Milch und so hat, dann will ich das natürlich auch. Macht nur Sinn. Und ist nur fair. Wo ist Spaß und ist fair? Oh nein, oh nein, oh nein, ich glaube, oh nein. Ich glaube, nein. Was denn, Pizzi? Ich glaube, ja. Oh nein. Oh nein, nicht Pizzi. Lone Star. Ich bin deines Onkels, deiner Mutter, deines Schwesters, deiner Tante, Zimmergenossen. Zu was macht uns das? Genau genommen zu gar nichts. Ich bin ein Möter. Als Mensch bin ich Möter. Genau, das ist auch das, wo ich dann immer noch so... Bis heute immer noch so, what the fuck? Wer kam auf sowas? Ja. Der schwere Möter. Oh, leck mich am Arm. Seligen Hintern, den ich hab. Ja, Pizza. Hm. Das kannst du machen, Jack. Oh. Aber ein Keks. Ja, letzter Keks für heute. Ich spreche sogar Banjo und Bottles, also von dem her. Und so zerbröselt der Keks nochmal. Hier gibt es die heißen und fettigen Halbzeit-Snacks. Ah, Banjo, nur der Bär. Nur der, was? Ah, Banjo, nur der Bär. Du scheinst etwas Erfahrung im Verkauf gesammelt zu haben. Wann das denn? Also wirklich bei meiner wackelten Wampe. Bei meiner Hutkrempe. Ich habe hier einen ganzen Stapel Pizzas zum Mitnehmen. Pizzen. Mit Pizza kennen wir uns wirklich gut aus, Bottles. Also, schon wieder auch wieder bei Bottles. Parke den Pizzawagen im Pizzarohr und mich stehe gegen den Schalter. Du verlangst ziemlich viel Pizza, kennst du? Du bringst die Pizza zu den Kunden natürlich, aber wenn wir nicht kalt werden, musst du wieder kommen und neue holen. Oh Gott. Ich esse jetzt ein bisschen Keks. Und ich gehe wieder auf den Keks. So. Spiel beginnt. Seid für Rind. Da sage ich nur, weil sich reimt und nicht, weil es Sinn ergibt. So, hau raus die Pizza. Weil Sinn errinnt. Du musst da den Dingens drehen. Ja. Wo den? Nicht die Bützen drehen. Leit den Schalter, du Arsch. Du Arsch. Weil der Schalter. Ah, hier der. Der Schalter, du Arsch. So, hier alle Pizzen der Welt. Das hab ich gekleckert, wenn ich gelacht hab. Ich glaube, eine Strafe bestraft das Leben gleich. Kleine Strafen bestraft das Leben gleich. Meine, ich hänge hier fest. Oh, ich hänge hier wirklich. Du machst das schon, Pizza, Junge. Ja. Pizza Boy. Pizza Boy. Wir kommen jetzt hier rum. Ich glaube, deine Zeit ist um. Das heißt, die Pizzen gehen an mich. Großvater. Jeder spielt mein Spiel mit, wenn er nur den richtigen Anreiz hat. Hier ist so, Pizza fertig. Wie auch immer. Hast du eigentlich ein Früh? Okay. Ja, hab ich. Oh nein, jetzt liegt alle Pizza ist rausgeflogen. Alle Pizza ist wohl die Aufgaben starten. Wenn wir beide futtern, ist das scheiße. Ich merk's. Dreh doch jetzt hier. So geht. So Keks. So Keks. Das ist ein mehr merkwürdiges Geräusch. Ich hab gemacht. So. Als wenn ich vom Keks abbeiße. Keks. Das Probier war eine sehr gute Idee. Nein. Weißt du, dass diese
dass diese Z da oben eher wie S aussehen. Bei Pizza? Als wären, ja. Hm. Das wäre denn Pisser. Jo, jo. Jo, bitte Pisserlieferung. Ich hatte Bottle schon. Hopp, nicht die Pizzen verlieren. Hopp. Hopp, hopp, hopp. Opa Gangnam Style. Konkas? Opa Gangnam Style. Opa Konkan Style. Konkan Style, hm? Du musst nur 4 in der Zeit ausliefern, also. Ja. Aber mit TT ist das schwierig. Ich glaube, du hast zu viele Pizzen genommen, weil du dann auch schwerfälliger wirst. Mehr Pizzen du mitnimmst. Das muss man so viel beachten als Pizza, Junge. Das ist doch nicht zu fassen. Doch, das ist doch alles nicht zu fassen. Ich kann es auch nicht fassen. Weil es nur ein virtueller Gegenstand ist, die Pizza. Oh. Ha 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 ha! Das kann man nicht mal meinen Arm machen. Ha 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 ha! Ja, gut. Ha 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 ha! Er hat doch angefangen zu lachen, oder? Nee, sie wollte hier lach mal, dann ist der Kummer wieder weg oder so Scheiße. Ja. Aber hat sie nicht dann auch noch. Also, sie hat ja nicht angefangen zu lachen. Er hat angefangen zu lachen und sie hat dann. Ist damit eingestiegen. Das kann durchaus so gewesen sein. Soweit ich das weiß. Ich habe das Spiel nie gespielt, aber ich kenne die Szene. Eine der most awkward Szenen aller Zeiten. Wirklich, da fühle ich mich selbst so ein bisschen fremdschämen, weggucken. Deswegen mache ich die Lache andauernd, weil sich die Leute bei mir sowieso so fühlen. Der Cringe ist real. Grundsdanke. Ich habe auch mein Besteck. Sehr wie Etten dabei. Mein Best-Egg. Mein Best-Egg. In der besten Ecke. Ah. Ist hier gerade schlecht schwindelig geworden. Ja und nein. Judasai! Epic Bottle of History. Epic Bottle of... Ich hätte wissen müssen, dass du kein... Danke, dass du für die Zufriedenheit der Kunden an erster Stelle stehst, Benjo. Dass das kein Problem für dich ist. So, da versuche ich jetzt aber mal TT zu holen. Das habe ich beim letzten Mal... Oh, der kratzt. Was ist denn mit ihm los? Der hat sich am Arsch gekratzt. Der hat Bettwanzen. Der hat sich nur am Arsch gekratzt. Oder Filzläuse. Okay. Ah, siehst du, da war schon die Agonie. Das waren noch 4, oder? Möglich. Hallo! Weg, weg! Danke. Weg, 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 weg. 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 Hallo, links, links! Selbst wenn ich kurz zurückgehe. Mann, das war jetzt irgendwie 15 Sekunden hart für den Arsch. Ja. Das klingt aber auch wie gut, der Porno-Titel. 15 Sekunden hart für den Arsch. Vielleicht sollte jemand diese Titel beschreiben. Und auch verfilmen. Oh Gott. Sind die eigentlich lebendig? Nein. Oh, warum nicht? Das sind Statuen. Statuen? Mann! Kann ich jetzt auch nichts mehr. Oh Gott. Wieso hat man nicht gleich die Pizza drin? Das wäre doch viel einfacher. So. Nee, mach mich sofort, wieso passiert das immer? Epic Fail. Warum passiert das immer? Ich weiß es nicht. Just do it! Yes, you can! Jetzt am besten nur seitenweit runterfallen. Das ist super. Oh, herrlich. Oh. Nee. Warum machst du so? Oh Gott. Nein, ich mache das nicht mit Absicht. Schön wär's. Mann! Oh, jetzt aber.
Mann. Wie ist das eigentlich, wer sich das überhaupt überlegt? Hm? Ja, dieses Design von dem Pizzaschild. Ich habe keine Ahnung. Vor allem mit den Farben. Italien. Ja, aber irgendwie doch auch nicht. Warum? Weiß ich nicht. Ja und nein. Also anfangs ja, aber dann nie mehr. Dann ist es... Also... Oh Mann! Fleisch! Oh. Also da ist immer irgendwie... Verdammte Fleischwurst. Viel. Oder zwei. Was ist da zu viel? Ja, Farben. Farbstreifen quasi. Also ja. Ganz hinten nicht. Aber bei den Pizzadingen... Aber nee, ja, da ist ein rotes Meer. Ja. Ein rotes Meer. Und ein grünes. Oh Gott. Oder so. Naja, was sonst machen. Ah, das wird doch garantiert jetzt wieder auf irgendwie 2 Sekunden nicht hinhauen. Oder hinhauen. Oder war Superman 2? Superman's Rückkehr? Superman gibt nicht auf. Yes! Hat's geklappt? Ja, bestimmt. Oh, ein Glück. Oh. Nicht nochmal drehen. Ich wusste, du bist der richtige Bäppling. Nee, er musste der letztliche gewinnen. Gib dein Leistungsbonus nicht einmal auf. Oh Gott. So, das war jetzt Jigoseum 2. Komplett, ja? Ja. Super. Das waren schon mal 5 Jiggies und TT-Trophäen. Jigoseum läuft. Das war so viel angenehmer als alles andere. Ja. Das meine ich halt. Jigoseum ist einfach, finde ich, die beste Welt in dem Spiel. Ja. Wie gesagt, Banjo-Land hat zwar die beste Musik und den cooleren Nostalgiefaktor, aber Jigoseum ist einfach rundum irgendwie abgerundeter. Genau. Einfach gelungen. Genau. Und wir sind gerade mal bei 2,5 Stunden. Nicht 5 oder 3. Oder was dazwischen liegt. -2. Moment. Da macht mein Mathe nicht ganz mit. Wo sind wir jetzt? Bei 7. So lange habe ich darüber nachgedacht. Hui! Oh, nicht in die Kugel. Bowling. Oh, ist ja bloß aufgemalt. Wenn das doch echt wäre. Meinst du, so ein richtiges Loch? Ja, so ein richtiges Loch. Und da 3 Stück davon. Ungeahnte Möglichkeiten. Ja, fahr mal rüber, komm. Aber leider passiert das nicht. So. Da ist er. Cool geparkt. Ja. Hi. Willkommen zurück in meiner Welt, Bär. In der Welt des Sports. Können deine Fähigkeiten im Gürtel auf meinen gerecht werden? Nee, unwahrscheinlich. Alles klar, Hürdenlauf. Das bedeutet nochmal ein Rennen. Überwindet die Hürdenlauf durch Ziel und der Sieg gehört dir in deinen wildesten Träumen. Hui. Da konnte ich aber auch einfach drüber fliegen. Ja, glaub schon. Ja. Ich weiß es. Ist das so schön? Ah, der Betrug. Der Betrug. Es ist kein Betrug. Es ist kein Betrug, wenn man es betrunken macht. Deswegen heißt es ja betrugen. Ja. Sehr gut, du wusstest, worauf ich hinaus will. Ja. It's not gambling if you win every time. Waffen sind auch nicht verboten. Nö, nein, nicht. Habe ich jetzt Mr. Fit getötet? Mr. Fit? Nee, ich glaube Mr. Blubber ist. Mr. Blubber? Captain Blubber. Mr. Blubber. Oh, das ist der Grimm. Der Grimm. Mit Grimm werde ich sie strafen. Bei Harry Potter. Das dunkelste Omen aller Zeiten. Den Jungen, den sie das Vorhaben lesen lassen. Das dunkelste Omen, was gibt. Ja. So unterschwellig. Bing. Genau deswegen hatte ich mich immer aufgeregt. Ja. Cool. Captain Blubber ist wieder stehen geblieben. Das ist ein Ding. Meinst du, der konnte widerstehen?